Ein bezauberndes, strahlendes Hallo, meine wundervollen YouTube-Zuschauer und Zuschauerinnen, respektive auch Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, es ist wieder eine Audiospur für meinen Podcast. Also, lieber Podcast-Hörer oder Hörerin, wenn du dieses Video sehen willst, in den Shownotes findest du meinen YouTube-Kanal, den ich dir sehr ans Herz legen will, weil dieses Video, das musst du gesehen haben, wenn du im Thema Verkauf Produkte verkaufen tust, respektive eigene, respektive fremde Produkte verkaufen tust an andere Menschen. Und es ist egal, in welcher Branche du bist, ob im Network Marketing, ob im Direktvertrieb, ob als Angestellter oder Selbstständiger oder Selbstständige, respektive auch Unternehmer, Unternehmerin bist. Und dazu lade ich dich jetzt erstmal ein, auf dieses Video zu achten. Dir vor allem aus meiner Erfahrung dir Sachen mitzugeben, wie ich denn meine Produkte, respektive Dienstleistungen oder auch andere Produkte damals vermarktet habe. Ich bin weggegangen von Namenslisten, ich bin weggegangen von Freunden, Bekannten. Und dazu hole ich gerne mal mein Flipchart und ich zeige dir auch, wie du Produkte, deine Produkte, respektive die Produkte, wo du bei Firmen einkaufst, für dich auf Social Media verkaufen tust. Produktverkauf ist das A und O für uns Verkäufer, Verkäuferin. Denn wir wollen ja immer ständig was gerne verkaufen an andere Menschen. Ich an dir und du an mir. Also, gehen wir mal darauf ein. Produkt versus Dienstleistungen. Sorry für meine Schrift. Was ist jetzt eigentlich ein Produkt? Ein Produkt ist jetzt dieser Magenta-Speaker. Schleichwerbung an Telekom. Ja, ich weiß. Das ist ein Produkt. Das ist ein Produkt, wo du anfassen kannst. Dann gibt es noch Produkte wie eine Dienstleistung. Na, die kannst du jetzt nicht so anfassen wie diesen Magenta-Speaker, wie die Tasse, wie das hier, wie der Taschenrechner, wie das iPhone. Das sind alles Produkte, die kannst du anfassen. Eine Dienstleistung kannst du jetzt erstmal nicht anfassen. Du siehst die Dienstleistung auf der Homepage. Respektive vielleicht bei einem, ja, Fotografen, respektive vielleicht bei einem Handwerker, siehst du eine Dienstleistung. Du benötigst diese Dienstleistung und tust dann den Dienstleister, den Handwerker kontaktieren für seine Dienstleistung und kaufst
diese Dienstleistung dir ein. Also Beispiel bei mir, ich bin Dienstleister im Verkaufsschulungen, in Telefontrainings, in Bewerbungstrainings und Vorstellungstrainings. Also komplett alles, was mit Thema Verkaufen zu tun hat, bin ich Dienstleister, auch Dienstleister für Social Media. Also ich habe da ein Produkt entwickelt, wo andere eine Herausforderung haben im Thema Produkte, respektive Dienstleistungen, sich vermarkten auf Social Media. Das ist meine Dienstleistung. Aber dazu findest du den Link in den Show Notes. Das ist alles klar und deutlich geschrieben. Da findest du auch alle Preise. Ich will da jetzt kurz weggehen, weil ich möchte dir oder euch zeigen und sagen, was und wie du diese Produkte authentisch, ethisch und korrekt und empathisch, emotional auf Social Media verkaufen kannst, ohne die Kaltakquise auf Social Media zu betreiben, wie du Neukunden generieren tust, dass sie bei dir kaufen, ohne Wenn und Aber. Genau. Also. Beste Beispiel, ich nehme jetzt das beste Beispiel, Magenta Speaker oder auch den Router. Telekom hat ja mehrere Produkte, wie nur nicht hier diesen Speaker, sondern auch die Dienstleistung, also diese Verträge. Verträge sind die Dienstleistung, schnelles Internet. Ne? Gibt es ja, wie ist dann da mehr? Vodafone bietet es ja auch an, by the way, O2 und so weiter und so fort. Aber ich gehe jetzt mal auf den größten Betreiber ein, und zwar die Telekom. Magenta Speaker, was bringt das Produkt jetzt für mich? Ich kann überall in meinem Zimmer, hier in dem Zimmer oder halt auch im Bad, im Wohnzimmer, diese Speaker haben und kann sagen, hey, Magenta spielt das und das oder hey, Alexa spielt das und das, weil der ist hier mit Alexa verbunden. Somit brauche ich keine separate Alexa. Ne? Die meisten haben nur Alexas. Die meisten haben halt diese Kombination, weil ich kann auch sagen, hey, Magenta, schalte mir mein Fernseher ein oder programmiere den das und das und das, bla bla bla, kannst du alles ja über Stimme machen. Das ist einen klaren Nutzen. Ne? Beim Dienstleistung, schnelles Internet, unbegrenztes Internet, ohne Abbrüche. Ne? Zum Beispiel. Ja? Hier, die Tasse. Das gibt dir das Gefühl, dein eigenes CEO auf Selfmade zu sein. Der Booster gibt dir Energie, gibt dir die Konzentration. Ne? Das sind jetzt so ein paar Schlagwörter, wo ich dir jetzt mal mitgeben möchte. Ne? Du musst das für dich, wenn du irgendwie solche Produkte hast, ne, für dich gucken, wie kreierst du deinen Content und deine Sachen auf, ja, diese Produkte, ne? Hier. Oder für deine Dienstleistung, indem du guckst, wo hat dein Kunde denn eine Herausforderung und wie kann ich diese Herausforderung für den Kunden lösen? Und dann
hast du ja schon eigentlich schon den ersten Punkt herausgefunden, weil du befasst dich mit dem Kunden, mit deiner Zielgruppe auf Social Media und guckst, wie du dein Angebot, dein Produkt oder versus Dienstleistung vermarkten tust, indem du ja vielleicht Werbeanzeigen schalten tust, indem du Content-Runden sind tust für deine relevante Zielgruppe, die bei dir dein Produkt, deine Dienstleistung kaufen tut, ohne große Einwandbehandlung und Abschlusstechnik, weil sie für sich erkennen, ach, das Produkt bringt mir ja was. Das hat einen klaren Nutzen, das hat ein Merkmal. Und der Typ ist mir sympathisch. Der Typ weiß, wie es geht. Er weiß, wie es funktioniert. Oder du weißt es, ne? Also das, du musst hier mit Emotion, mit Begeisterung deine Produkte verkaufen. That's it. Mehr ist es nicht. Du musst sie mit Begeisterung, mit Storytelling verkaufen. Ohne Storytelling kannst du sie nicht verkaufen. Du musst eine Story, einen Kundenavatar dir anlegen. Eigentlich brauchst du zwei Kundenavatare, weil du hast ja vielleicht männlich und weiblich in deiner Zielgruppe. Also brauchst du eine männliche Persona und eine weibliche Persona, wo du deine Produkte, deine Dienstleistungen verkaufen tust. Wo du dann deinen Content produzieren tust, deine Story, deine Geschichten erzählen tust von dir und von deinem Produkt, von deinen Dienstleistungen. Und dann trägt dein Kunde dich automatisch ein für dein Newsletter, für deine Produkte, kauft dann deine Tickets, deine Produkte, deine Dienstleistungen und somit hast du einen Deal. Ja, ich bin auch ein Freund und auch ein Freund der Telefonakquise im B2B-Bereich. Aber dort suche ich auch nach Herausforderungen von meinen Kunden. Ich nutze, das habe ich ja auch im Video gesagt, dass ich den klassischen Vertrieb auch noch nutze, dass ich die Telefonakquise, Kaltakquise noch nutze, weil die effektivste Methode ist, um sein Produkt respektive die Dienstleistung zu vermarkten. Ja, und es ist erlaubt im B2B. Ne? Von Geschäft zu Geschäft darfst du untereinander Produkte verkaufen. Genau. Aber hier geht es um B2B und B2C. Du kannst es auch hier Content für B2B auch nutzen. Und für Personaldienstleister kannst du deine Stellen als Video beschreiben. Nicht nur ein PDF irgendwo bei Facebook, Instagram oder LinkedIn zu posten, sondern einfach eine richtig geile Story zu dieser Stelle schreiben. Oder bei einer Werbeanzeige kannst du auch somit Storytelling anschreiben. Genau. Das ist alles Content, wo du dann hast für die nächsten 5 bis 10 Tage oder
Jahre, Monate, Wochen, wo du immer guckst, wo und was und welche Herausforderungen dein potenzieller Kunde hat. Und tust halt auch recherchieren. Du musst Content Marketing, Produktverkauf so sehen, als wärst du ein Journalist, der bei ARD und ZDF arbeitet oder RTL. Und danach kannst du gucken, wie du dein Content schreibst für deine Zielgruppe, für dein Produkt, für deine Dienstleistung. Genau. Es ist nicht so mal, ich poste schnell den Link zu Amazon und die Produktpreise zu Amazon und packe das in den Bilder rein. Das ist schnell gemacht. Das ist aber keine Aufmerksamkeit dahinter. Ein Produkt lebt von Aufmerksamkeit. Das muss dem anderen gegenüber ja auch passen. Weil es bringt nichts, wenn die Aufmerksamkeitsrate deines Produktes nicht erwidert wird. Du musst die Aufmerksamkeitsrate auf dein Produkt, auf dich bezogen, auf deine Dienstleistung bezogen, in Angriff nehmen. Aber da nehmen wir dann auch mal zu dem AIDA-Modell dazu. Ich meine, ich habe da schon mal ein Video gemacht oder eine Podcast-Folge. Aber ich werde da auch noch mal gucken, ob ich das noch mal wiederhole. Auf jeden Fall, ja, wenn du mehr wissen möchtest über mich oder über meine Produkte, über meine Dienstleistungen, alle Links sind im Linktree unten in der Beschreibung drin. Schau dir es gerne an. Wenn du Fragen hast, frag mich. Schreib auch gerne in den Kommentaren, wenn du mehr über den Produktverkauf wissen möchtest, wie ich das alles mache, offline oder online. Dann ergänze ich natürlich ein weiteres Video für dich, für euch. Und wir hören und sehen uns im nächsten Video sowieso. Was es wird, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall lass auch diesem Video den Daumen nach oben und schreib ein nettes Kommentar darunter. Ich wünsche dir jetzt ja viel Spaß erstmal mit den anderen Videos, respektive mit dem Umsetzen. Dein Michael.